Das ist Lanz Bulli, der neue 11 PS Bulldog Diesel. Als Kleinschlepper vervollständigt er die bekannte Bulldog-Typenreihe. Er ist speziell für die sinnvolle Mechanisierung bäuerlicher Betriebe geschaffen. In Leistung, Bauart, technischer Ausrüstung ist er auf die Belange der kleineren Betriebe abgestimmt. Jedoch erfüllt er auch die Aufgaben eines Zweitschleppers und ausgesprochener Pflege- oder Mähschlepper eingesetzt werden. Auch Sie können jetzt mit einem Schlepper arbeiten. Denn Lanz Bulli ist überraschend billig und bringt alles mit, was Sie brauchen. Gute Fahreigenschaften, bequeme Bedienung, Zapfwelle, Differentialsperre, Kriechgang, Hydraulik. Erprobte Gerätereien, für alle Verhältnisse passend, sind eigens für ihn vorhanden. Bei der Ausstattung mit Geräten wurden vor allem zwei Möglichkeiten berücksichtigt. Bei Betrieben mit vorwiegend Ackerland bauen sich die Gerätereien auf bewährten Grundgeräten auf, welche die verschiedenen Werkzeuge für alle vorkommenden Arbeiten aufnehmen können. Dazu ist Lanz Bulli mit einer Dreipunktaufhängung ausgerüstet, sodass die Geräte spielend leicht angeschlossen und bequem durch den hydraulischen Kraftheber betätigt werden können. Als Pflug wird ein einscharriger Winkeldrehpflug geliefert. Für Betriebe mit vorwiegend Grünland wird das Mähwerk sowie ein einscharriger Beetpflug empfohlen. Mit dem neuen 11 PS Bulli hat Lanz nun vier Typengruppen. Gruppe 1, 11 und 13 PS. Gruppe 2, 16 PS, 20 PS, 24 PS, 28 PS. Gruppe 3, 32 und 36 PS. Stuttgart, März 1856. Bitte an edle Menschenfreunde für fünf Vater- und mutterlose Knaben. Die Mutter starb vor 3 Jahren und der Vater fand seinen Tod kürzlich in einem See in Böblingen. So ergeht daher die herzliche Bitte. Oder als vielseitige Zusatzmaschine. Mit der formschönen, glatten Verkleidung, dem übersichtlichen Fahrerstand, dem elektrischen Starter, dem hydraulischen Kraftheber, dem Leiter der mechanischen Werkstätten. Die Vorteile eines hydraulischen Krafthebers zum Betätigen der Geräte sind allgemein bekannt. Lanz verwendet für seine Bulldog-Typen eine Hochdruckhydraulik in Verbindung mit der Dreipunktaufhängung. Die Anschlusspunkte der Dreipunktaufhängung sind genormt. Dadurch ist der schnelle An- und Abbau der Geräte wesentlich erleichtert und kann von nur einem Mann in kürzester Zeit vorgenommen werden. Außer den hinter dem Schlepper angesteckten Werkzeugen können durch die gleiche Blockhydraulik auch seitlich arbeitende Geräte, wie das Mähwerk und vor dem Schlepper angebrachte Geräte, zum Beispiel der Frontlader, betätigt werden. Ein Dach mit Windschutzscheibe, Seiten- und Rückenteilen bietet dem Fahrer Schutz vor den Unbilden der Witterung.
Der Bulldog-Diesel ist leicht in der Handhabung, zweckmäßig aufgebaut und gefällig im Aussehen. Sein Motor, ein Einzylinder-Zweitakt-Dieselmotor, ist außerordentlich sparsam und hat daher einen äußerst niedrigen Kraftstoffverbrauch. Weiter hat der Bulldog-Diesel einen ausgesprochen leisen Lauf und einen ruhigen Stand. Erprobte Gerätereien passen zum Lanz Bulldog. Es ist jeweils nur ein Grundrahmen nötig. Die für die verschiedenen Arbeiten benötigten Werkzeuge werden damit zu einfachen Ansteckteilen. 50%ige Kosteneinsparung, Ein-Mann-Montage, kurze Rüstzeiten, Platzeinsparung im Geräteschuppen sind die Vorteile einer einheitlichen Geräteausrüstung. Mit Lanz durchs ganze Jahr. Alle anfallenden Arbeiten schafft der Lanz Bulldog. Die wichtigsten davon zeigen wir Ihnen. Hier sehen wir einige Glieder der Gerätekette für den Kartoffelbau. Ein zweireihiges, halbautomatisches Kartoffellegegerät. Die Kartoffeln kommen gleichmäßig tief in die lockere Erde, werden leicht angedrückt und von Zustreichern flach mit Erde bedeckt. Gleichmäßiges Aufgehen und leichtes Roden sind die Folge. Für große Kartoffelanbauflächen lohnt sich eine zwei- oder wie hier eine vierreihige, vollautomatische Kartoffellegemaschine. Die Frauen kontrollieren lediglich das Saatgut. Diese Maschine wird nach Abbau des Vorratskastens und der Legeeinrichtung auch zu Pflegearbeiten eingesetzt. Der Düngerstreuer kann mittels Dreipunktgestänge aufgesattelt werden. Arbeiten, hat der Bulldog hohe Bodenfreiheit und verstellbare Spurweite. Alle Pflegearbeiten werden mit Bulldog und Anbaugerät rasch und zur vollen Zufriedenheit erledigt. Durch die Zeit- und Leuteersparnis, durch das schnellere Tempo des Schleppereinsatzes ist es möglich geworden, öfter als bisher die Rüben durchzuhacken. Und nur sorgfältige Pflege sichert hohen Ertrag. Zum Rübenverhacken stehen ebenfalls erprobte Geräte zur Verfügung. Erweitert
wird der Schlepper einen Satz durch den Kriechgang. Damit fährt der Schlepper langsamer als ein Ochsengespann. Vorteilhaft ist der Kriechgang zum Beispiel beim Rübenverziehen oder beim Pflanzensetzen mit Handeinlage. Hier werden die Pflanzen mit den Wurzeln nach oben zwischen zwei elastische Metallscheiben gelegt, von diesen der gezogenen Furche zugeführt und angedrückt. Das Mähwerk, das je nach Wunsch mit einem Normal-, Mittel- oder Tiefschnittbalken geliefert wird, gehört zu den empfehlenswerten Sonderausrüstungen des Lanz Bulldog. Für alle Transport- und Ladearbeiten, wie zum Beispiel Mistladen, Laden von Heu und Grünfutter, von Erde, Sand und Kies, von Rüben und Rübenblatt, hat sich der Frontlader am Bulldog Diesel gut bewährt. Hier wird Grünfutter geholt. Mähen, gleichzeitiges Zusammenschieben und Laden auf den am Feldende abgestellten Wagen in einem Arbeitsgang mit nur einem Mann. Die Technik des Ladens entspricht dem Arbeitsablauf der menschlichen Handarbeit. Der Fahrer stößt das Ladegerät vorwärtsfahren in das Ladegut, hebt die Ladeschwinge hydraulisch an und fährt dabei zurück, fährt vorwärts zum Wagen und kippt ab. In einer Stunde können so ca. 100 Doppelzentner Mist losgerissen und geladen werden. Wohlgemerkt, mit nur einem Mann. Selbstverständlich stehen dem Bulldog Diesel viele weitere Zusatzgeräte zur Verfügung. Hier wird zum Beispiel in steiler Weinberglage mit einer Weinbergseilwinde gearbeitet. Der Antrieb der Winde erfolgt über ein Vorgelege durch die hintere Zapfwelle. Für schwere und schwerste Arbeiten, vor allem im Forstbetrieb, hat sich die Seilwinde am Bulldog gut bewährt. Hier werden Obstbäume, die dem starken Frost im Februar zum Opfer gefallen sind, im Handumdrehen mit Stumpf und Stiel beseitigt. Neuanpflanzen von Obstbäumen, zum Setzen von Pfählen, ist dagegen ein Erdbohrer gut zu gebrauchen. Er ist an dem hydraulischen Kraftheber angeschlossen und wird von diesem, wo nötig, in den Boden gedrückt. Der Antrieb erfolgt ebenfalls durch die Zapfwelle, mit welcher jeder Bulldog Diesel serienmäßig ausgerüstet ist. Der Alldog mit seinem Schauvoraussystem hat sich in der Landwirtschaft erfolgreich durchgesetzt. Innerhalb von 6 Jahren haben Tausende im In- und Ausland eingesetzte Maschinen bewiesen, dass der Alldog die Vollmotorisierung in jedem Betrieb möglich macht. In den meisten Fällen ist für die Alldog-Arbeit nur ein Mann erforderlich. Neu hinzugekommen ist ein 18 PS Alldog, der im Prinzip dem 13 PS Alldog entspricht. Es können daher im Rahmen die kippbare Ladepritsche sowie alle anderen Geräte, die vom 13 PS Alldog her bekannt sind, verwendet werden. Durch den 18 PS Motor hat er höhere Kraftreserven, die ihn zu höheren Zugleistungen befähigen. Auch diese Maschine hat die bewährte Hangsteuerung und ist infolgedessen äußerst hangsicher. Musik.
Neuerdings hat der vielseitige Lance Aldock neben seinem umfassenden landwirtschaftlichen Geräteprogramm auch ein weiteres Programm für Straße, Baustelle, Kommunale, Industrie und Gewerbe. Hier ist ein Aldock bei der Wartung und Instandsetzung von Landstraßen eingesetzt. Der Bordkantenschneider dient zum Abtrennen übergewachsener Grasstreifen. Nach dem Abschneiden wird der Rasenstreifen vom Räumflug abgehoben und zwischen die Räder des Aldock gelegt. So ist der Abraum im folgenden Arbeitsgang mit der Ladeschaufel leicht aufzunehmen. Die Ladeschaufel wird neben dem Laden des Abraumes auch zum Laden von Splitt und Sand auf die Aldock-Britsche für Streu- und Transportarbeiten eingesetzt. Der Kehrbesen mit aufgesetztem Wasserfass zum Sprengen wird vielseitig verwendet. Zum Straßenreinigen, zum Säubern des Straßenrandes nach Abräumen der Bordkante, zum Sauberhalten von Grünflächen und Autobahnen, zum Fegen von Splitt und ähnlichem mehr. Neben Bulldog Diesel und Aldo-Geräteträger baut Lanz im Werk Zweibrücken auch Maschinen für die Heu-, Getreide- und Hackfruchternte. Hier der Lanz-Kombibinder, der Binder für Gespann und Schlepper. Seine Vorteile liegen klar auf der Hand. Ob der Betrieb motorisiert ist oder nicht, ob er später einmal motorisiert werden soll, der Lanz-Kombibinder ist ohne Umbau immer einsatzfähig. Zwei Pferde schaffen mit ihm 3 Hektar, Kleinschlepper bis zu 5 Hektar am Tag. Auch vom Mähdrescherbau gibt es Neues zu berichten. Bekannt sind die beiden großen Typen. Der zapfwellengetriebene Mähdrescher MD-195 sowie der selbstfahrende Mähdrescher MD-260S. Letzterer ist vor allem für den landwirtschaftlichen Großbetrieb und für den Lohndrescher gedacht. Arbeitsbreite 2,60 Meter, Leistung bis zu 30 Doppelzentner pro Stunde. Sonderausrüstungen wie Aufnehmervorrichtung für Schwartdrusch, Spreuabsackung, Standdruscheinrichtung und Körnertank vervollständigen das Bild der technisch vollkommenen Maschine. Der zapfwellengetriebene Bauernmähdrescher MD-14Z, der 1956 erstmalig in großer Stückzahl zum Einsatz kam, hat sich trotz schwierigster Erntebedingungen gut bewährt. Starkes Lagergetreide wird einwandfrei aufgenommen und sauber ausgedroschen. Er arbeitet, wie alle Landsmähdrescher, im Längsfluss. Er hat eine Arbeitsbreite von 1,20 Meter und liefert saubere, marktfähige Frucht. Stundenleistung 14 Doppelzentner. Dieser Bauernmähdrescher erfordert eine Zug- bzw. Antriebskraft von nur 22 PS, wie sie heute viele mittelbäuerliche Betriebe besitzen. Trotz dieser Leichtzügigkeit ist er robust gebaut. Neu hinzugekommen ist der selbstfahrende Mähdrescher MD-18S. Arbeitsbreite 1,87 Meter, stündliche Leistung 18 Doppelzentner. Er ist vor allem für die kleineren Betriebe interessant. Und dort,
wo der Lohndrescher auf kleinere Parzellen stößt. Wie alle Landsmähdrescher arbeitet er im Längsfluss mit Frontschnitt. Besonders hervorzuheben sind das breite Schneidwerk, der breite Kanal, der das Dreschgut ohne Stockung der großdimensionierten Trommel zuführt, der fünfteilige Hordenschüttler, die zwei Reinigungen. Mähwerk und Haspel werden hydraulisch betätigt. Als Antriebskraft dient ein 30 PS Dieselmotor. Durch die stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit kann der Mähdrescher allen vorkommenden Einsatzbedingungen angepasst werden. Als Strohpresse hat er eine zweimal bindende Lanz-SK-Presse. Eines ist allen vier Lanz-Mähdreschern gemeinsam: die ausgezeichnete Reinigung und der einwandfreie Austrusch. Für den Landwirt bedeutet dies Einsparung an Zeit und Arbeitskraft, weitgehend verlustloses Ernten und höhere Flächenerträge. Auch für die Hackfruchternte stehen neue Maschinen zur Verfügung. Bekannt ist der zweireihige Siebketten-Vorratsroder VR2 sowie der einreihige Vorratsroder VR1 für Kartoffeln und Rüben. Durch Anbau eines Verlesebandes wird der VR1 zur halbautomatischen Kartoffelvollerntemaschine. Die Kartoffeln werden vom VR1 aufgenommen und über die Siebkette auf einen Hochförderer geleitet. Von hier gelangt das Erntegut über einen Querförderer auf das Verleseband. Das Kraut wird automatisch abgeschieden. Auf Wunsch wird neben dem Verleseband ein zweites, schmales Band angebracht. Dadurch ist es möglich, die Kartoffeln auf dieses Band zu lesen und die Beimengungen auf dem großen Band weiterlaufen zu lassen. So baut Lanz im Werk Zweibrücken Maschinen für die Rauffutter-, Getreide- und Hackfruchternte für Gespann- und Schlepperzug. Im Werk Mannheim dagegen die bekannten Mähdreschertypen, den Geräteträger Aldock und vor allem den bewährten Bulldog-Diesel. Eine Gesamtproduktion von 200.000 Ackerschleppern steht Lanz heute an der Spitze der Schlepperfertigung auf dem europäischen Festland. Dieses Ergebnis beweist die führende Stellung, die der Lanz Bulldog einnimmt und die Folgerichtigkeit einer Entwicklung, die beim ersten Rohölschlepper der Welt im Jahre 1921 begann und zu modernen, allen Anforderungen der Landwirtschaft gerecht werdenden Vielzweckschlepper führte.